Thomas hat gesagt, man braucht keinen gesetzlichen Mindestlohn, das sollen die Tarifpartner lösen. Das ist vom Grundsatz her auch richtig. Wenn wir aber die Dynamik feststellen, dass in den Niedriglohnsektoren der Lohn tatsächlich Reallohnverlust noch extremer ist als bei den besser oder gut bezahlten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, dann stellen wir fest, dass die Tarifpartner es nicht hinbekommen. Aus welchen Gründen auch immer. Und ich sage mal in Klammern, es liegt selten daran, dass die Gewerkschaften nicht Mindestlöhne fordern. Das will ich auch mal an dieser Stelle sagen. Mittlerweile, am Anfang waren sie skeptisch, als die Diskussion vor 15 Jahren losging, aber mittlerweile fordern fast alle DGB-Gewerkschaften den Mindestlohn. Also so zu tun, die Tarifparteien wollen das nicht, wir mischen uns nicht ein. Das sind Nebelkerzen. Ich sage ganz klar, wenn es die Tarifpartner nicht geschafft haben, dann muss der Staat eingreifen, denn es kann nicht sein, dass ich Niedriglohnempfängern sage, ich würde dir gerne als Staat helfen, aber weil die Tarifautonomie so heilig ist, musst du weiter schlecht bezahlt sein, ich kann nichts machen. Das ist zynisch gegenüber den betroffenen Menschen. Und deshalb sage ich an dieser Stelle, Mindestlohn, gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro ist eine Forderung des DGBs, auch der SPD. Es ist ein Einstieg, denn in der Tat muss der Mindestlohn zweistellig sein, wenn er Altersarmut verhindern soll. Das reicht 8,50 aus, aber es wäre immerhin ein Einstieg und es geht hier nicht um Willkür. Auch das finde ich ein bisschen unfair, denn alle Lösungsmodelle, auch von Grünen, von SPD und auch die Lösungsmodelle, die es ja in fast allen EU-Staaten gibt, wir sind ja eines der wenigen, das keinen gesetzlichen Mindestlohn hat, sehen vor, dass das zum Beispiel Kommissionen machen können, die besetzt sind von Expertinnen und Experten, Tarifpartnern, also Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Es wird nicht willkürlich von irgendeinem Staatsbeamten einen Mindestlohn festgelegt, sondern das macht eine Kommission, die davon Ahnung hat. Und Großbritannien ist nun nicht der Ort des Sozialismus. Selbst da funktioniert das mit so einer Kommission. Dann kann es und muss es auch in Deutschland funktionieren.